Hallo, hallo, schönen Tag. So, bin heute schnell rüber nochmal zur Action, die Türgriffe umtauschen, ne? Und habe mich dann doch noch entschieden, habe die mir ausgesucht. Da ist diese Schraube durchgehend, kommt sie durch das Ganze, den ganzen Griff, ne? Kann man es. Weiß nicht, ob man es sehen kann. Und das hat mich überzeugt, dachte ich, naja, vielleicht geht es nicht so schnell kaputt für den Preis, klar. Ja, weil die anderen, die ich gestern hatte, die waren nur bis zur Hälfte, gingen sie in diesen Griff hinein, von außen und fertig, ne? Ja, deswegen dachte ich, nehme ich mal die. Ja, da gab es nur zwei Päckchen und habe ich sie mitgenommen. Ja, und das ist der Umtausch. Ja. So, dann ja, habe ich doch noch im Regal noch die Lampe entdeckt und habe noch eine mitgenommen, 488, ja, als Geschenk. Das ist so eine coole Lampe, ne? Interessant mit Fernbedienung und so weiter. So, demnächst hier in der Bastelabteilung habe ich mir einen Textilkleber mitgenommen. Ja, ich. Und klebt ja manchmal auch was, mal Schleifen oder so, ne? Dass ich den mal dafür ausprobieren werde. Ja, hab noch einen mit einem Spender Honig geholt. Ja, 350 Gramm Blütenhonig. Ja, was hat er gekostet? 1,99, ne? Ja, dachte ich, ist doch gut mit einem Spender. Davon. Hier ist verschlossen, den macht man dann auch hier. Ist so eine Sicherung. So. Ach ja, das schraubt sich auf. Guck mal. Interessant, ne? Und dann klick. Das ist gut. Sonst hat man immer diesen Salat, ne? Wenn man zu diese Kappe, ne, drauf macht, abmacht und so aufschrauben. Ach was. Sehr gut. Ist ja auch neu für mich. Die hatte ich, glaube noch nie gekauft. Oder vielleicht mal eine andere Ausfertigung, ne? So. Dann habe ich noch zwei Kinderscheren geholt. Ja, die gehen ja immer verloren. Auch bei den Kindern, wie auch bei Erwachsenen. Ja, und dann habe ich zwei verschiedene genommen. 89 Cent, glaube ich. Wo bist du? Ne, 75 Cent. Hier Schere sogar. So, dann ist in der Wochenaktion auch dieses noch. Im Regal habe ich es heute entdeckt. Morgen ist schon nächste Wochenaktion, ne? Ja, Gillette Fusion Sport 5. Ja, und dann ist es ein Set mit zwei Nachfüllmesser. Ne? Ja, das ist in der Aktion 7,95 dieses Set, finde ich. Echt gut, ne? Und als erstes dachte ich, oh, die nehme ich mal mit. Die Nachfüller für meinen Mann und da. Und die sind 4,88. Ne, warte mal. Mensch, bin doch falsch. 6,95 sind vier Stück drin. Diesen Nachfüllermesser, ne? Und da habe ich mir zwei mitgenommen. Und dann dachte ich, ja, doch, nehme ich mal auch das. Neues, selbst das Gerät noch mit, ne? Ist immer gut, wenn man was Neues, ein Neues hat, wenn man vielleicht mal auf die Reise geht oder so. Für den Preis finde ich echt gut. Weil die Sachen, die sind immer so teuer. Das da. Und dann habe ich noch so ein Glaswischtücher, ne? Und die Frontscheibe fürs Auto, ne?
100% plastikfrei Tücher. Ja, das kann man hier so. So ein Zipfel kann man aufziehen und dann wieder verschließen. Ne? Ja, hatten wir noch nicht. Glasreinigungstücher zur Reinigung von Autofenstern, Spiegeln und glänzenden Fahrzeugflächen für ein optimales Ergebnis. Mit einem trockenen Tuch nachwischen, nicht in die Hände führen. Kinder können, ja, so, ja, darf nicht die. Unsere Tücher sind 100% plastikfrei und nicht in die Toilette werfen. Ja, steht ja auch immer geschrieben, ne? Ja, mal schauen, was die taugen. Dachte ich, ja, kann man ja immer mal dabei haben. Unterwegs 100% Viskose. So, na gut, das war so ein Mini-Haul. Habe ich euch gezeigt. Okay, dann danke fürs Zuschauen und schönen Tag noch. Tschüssi.